Und damit herzlich willkommen zurück zu Witcher 3. Geralt, tu doch was! Sie krabbeln auf diesen Löchern! Hör mal, Zeichen, das sind Ratten. Das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten! Lilith, geh auf! Lilith, mach sie weg! Vernichte sie, ich bitte dich! Habe sie vernichtet, meine Güte. Du hast nicht die richtige Bombe. Wie soll ich die denn zerstören? Alles ja. Die greifen nicht an, Schnucki. Wie soll ich die zerstören, wenn ich die nicht angreifen? Also, was heißt, ich habe nicht die richtige Bombe? Gucken wir doch mal kurz nach. Bestarium. Ratten. Was sind denn Ratten? Wie mache ich denn Bomben? Alkohol. Bomben. Da. Kretsche. Zerstört Monsternester. Zerstört Monsternester. Zerstört Monsternester. Okay, ich habe nichts, um Monsternester zu zerstören, weil ich keinen Schwefel habe. Sehe ich das richtig? Ja, was soll ich jetzt tun? Beziehungsweise kein Calcium Aquarium. Und was soll ich jetzt machen? Deiner Meinung nach? Gib mir halt Calcium Aquarium. Ja, wie, wenn ich den Scheiß nicht habe für Bomben? Also jetzt mal kurz eine Realitätsüberprüfung. Ich kann ihr nicht helfen, weil ich nicht die richtigen Zutaten habe? Was soll das? Also ist halt scheiße jetzt, ne? Halt doch dein Maul, du nervst. Ich würde dir helfen, wenn ich könnte, aber ich kann nicht. Ich einfach abfackeln. Ne, ich möchte gerne das hier abfackeln, bitte. Ich glaube, einfach abfackeln kann ich die Dinger nicht, ne? Ah, doch, reicht. Mit Hilfe von Zeichen oder Bomben. Okay, steht da auch. Gut. Wer lesen kann und so, ne? Halt doch die Schnauze. Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, dann spiele ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd. Oh, lustig. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Dann hau halt ab. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mache ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Na gut, lass uns gehen. Danke, Pute. Und sie als Licht macht, brauche ich ja kein Licht mehr machen. Okay, sie ist nicht schnell genug, also brauche ich trotzdem noch Licht. Easy. Gönn erstmal schön mysteriöse Elf. Bruder, du leuchtest. Servus! Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Wattengerät? Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann.
Und wie soll das jetzt sicherer gewesen sein, wenn das für Ciri war? Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein Schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Ja, abwarten, ne? Wir haben uns ja wohl hoffentlich nicht verirrt. Wieso sollen wir uns verirrt haben? Es ist einfach ein gerader Weg. Da steht irgendwas. Sieht mir aus wie ein Männchen, aber es wird wahrscheinlich ein Statürchen sein. Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag? Wahrscheinlich so, ja. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Aber ich glaube, man kann ihn abfackeln. Ich habe von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wisimir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Füßen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hat. Au. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Komm weiter. Ja, erstmal weg mal den Schrott hier, weil... Darf ich mir das ansehen? Glanz. Meistergegenstand. Servus. Warum sind hier Erscheinungen, bitte? Au! Junge! Ich möchte gern weg! Da hab ich beinahe gepanickt. Wäre total schön, wenn du mir helfen könntest, Freundin. Jetzt ist die Scheiße ja wieder da! Drecksvieh. Erstmal wegmachen. Okay, da ist ein Tauchding. Hier geht's auch noch weiter. Ich habe halt keine Ahnung, was hier noch alles... Also wie weit ich mich entfernen darf, ohne dass irgendwas Dummes passiert, ne? Okay, nur Schmutz eigentlich. Hier ist nichts mehr. Ich würde auch gerne den Gang mal lang tauchen da hinten. Ich habe übrigens schon wieder keine Schwalbe mehr. Also eigentlich müsste ich mal wieder meditieren. Dass ich nur drei von den Dingern habe, ist extrem nervig. Oh, schick. Wie ist das Wasser? Erfrischend. Du weißt nicht, was du verpasst. Schönchen schlafen. Meditieren meine ich selbstverständlich so. Und jetzt tauchen wir mal hier runter. Und holen uns mal die Kiste, die ich schon gesehen habe. Und gucken, was hier noch so ist. Ich glaube, jetzt bleibt sie auch zurück. Weil sie wahrscheinlich nicht tauchen kann oder so. Also ich glaube, für NPCs wird es einfach nicht programmiert sein zu tauchen. Ah, okay. Will ich wissen, was hier ist? Nee, das wollte ich.
Okay, ich kann die Dinger hier einstürzen lassen. Das ist eine gute Idee. Ich habe halt legitim keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, ne? Was war jetzt hier? Ah, da ist schon eine Erscheinung, okay. Nee, schlitz sie bitte! Ich weiß übrigens, dass ich Geister benutzen sollte oder Irden. Ist mir durchaus bewusst, danke. Plötzlich ist die Scheiße wieder überall an, Alter. Sagen, das finde ich gar nicht mehr so geil. Okay, liegt hier noch irgendwas? Irgendwas, was interessant ist. Da ist ein Skelett. Das Pfeffer bei sich hat, selbstverständlich. Was soll ein Skelett auch ansonsten bei sich haben? Okay. Ich glaube, das war's hier. Aber da ist noch eine Kiste, die ich schon fünfmal wahrscheinlich übersehen habe, als ich dann vorbeigetaucht bin. Holen wir uns die doch mal eben. Ich hätte eigentlich gesagt, ich habe mich schon relativ ordentlich umgeguckt. Aber offensichtlich nicht. Das war nämlich auch die Kiste, die ich von außen gesehen hatte, glaube ich. So. Danke. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Servus, Freundin. So, jetzt können wir hier nämlich auch weiter. Gucken wir hier nochmal kurz rein. Guck mal, hier liegt zum Beispiel noch was. Das hätte ich sonst übersehen. Ich habe nicht gesehen, dass ich da in Gift stand. Nein. Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Ich habe keine Schwalbe gesehen, Bruder. Ich speichere mal eben. Ah, er hat eine Schwalbe hingemalt, okay. Gut, ich sehe da wirklich nichts anderes drin. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Sind noch ein Haufen Kartoffelbewussten. Und Seewandpilze. Noch mehr Pfeffer? Warum haben die Leichen hier alle Pfeffer? Scheuklappen. In einer Höhle. Da ist wieder eine Schwalbe. Hier drüber scheint ein oder Ausgang zu sein. Okay, speichern mal wieder. Ich trinke nochmal eben ein Fläschchen. Da hinten ist die nächste Botschaft. Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Stimme größtenteils zu. Ich möchte aber kurz looten vorher. Kelpi? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Okay, der offensichtliche Weg ist nicht immer der beste. Ach so, dann macht ihr das hier nochmal an, okay. Ja, ich gehe gerade irgendwie davon aus, dass ich den Brunnen runterspringen soll. Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären
man sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpie. Musst du alles anfassen? Au! Geralt, ist alles in Ordnung? Kann man so sagen. Hä? Was war denn das? Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Geralt, was zum Henker ist das? Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Stirb! Ja, hör mal, Schnucki, du könntest mich auch mal so beschützen, wie sie ihn beschützt, ne? Das ist eine Art Spiel mit dem Verstand. Deine Zweifel nicht teilen. Ich weiß genau, welche von euch echt ist. Jetzt konzentrier dich aufs Kämpfen. Nimm dies! Schlitz! Ist dir sowas schon mal passiert? Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Ja, und? Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohlgefühlt. Doppler sind gutherzig gewesen. Okay, was ich sagen wollte, ich glaube, ich muss nach da unten. Okay, ich sehe hier legitim gar nichts. Aber ich sehe zum Glück das... Warte mal. Ah, guck mal, hier ist so ein Zeichen von einem Ferdinand. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Ja, dann tauchen wir mal hier lang, würde ich sagen. Also ich habe, wie gesagt, erwartet, dass es hier im Brunnen ist. Ich wollte nur vorher gucken, was ich da oben noch finde. Hätte nicht gedacht, dass ich, wenn ich die anderen Dinger untersuche, direkt jedes Mal so einen Scheiß hervorrufe. Bisschen Schmutz, aber okay. Scheint nichts mehr drin zu sein. Erstmal speichern. Noch ein Pferdebild. Hier noch ein Pferd, fast genauso wie das letzte. Ich würde sagen, genauso. Sehen, was jetzt passiert. Geralt, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Schau, sie gehen auf. I see. Besser. Mädchen, ich möchte gar nicht mit dir reden, ich möchte einfach nur die Sachen hier aufnehmen. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen. Komm jetzt. Kein Fan von Portalen, möchte ich anmerken. Das sieht strong aus. Ich fahre mir nochmal eben eine Schwalbe rein, warte kurz und meditiere nochmal. Warten übrigens, weil wenn ich jetzt meditiere, ist die Schwalbe aufgebraucht und ich habe trotzdem nicht mehr Leben, was 10 von 10 dumm ist. Das ist ja okay, dass die Schwalbe dann aufgebraucht ist, aber dann sollte ich auch volles Leben haben. Ach, Mann, ey. Bin ich eigentlich nochmal gelevelt? Ich glaube ja, ne? Charakter. Ja, ich bin nochmal gelevelt. Wir brauchen das gerade nicht mehr. Das heißt, ich werde das zurücklegen. Und mir wieder meinen Schwergen aufs Scheiß reinlegen. Für das bräuchte ich Level 8, okay. Aber ich glaube, ansonsten ist alles nicht so interessant. Aber starke Sachen benutze ich so selten, dass sich das nicht lohnt. Also ich glaube, ich werde einfach hierauf sparen. Und jetzt einfach abwarten, bis ich das gewisse Level erreicht habe. Ich wollte eigentlich nochmal so machen. Danke. Sag mir einfach, dass es freundlich ist, okay? Zirael nicht erkannt. Eindringlinge zerstört.
Au! Quen? Ein Golem ist doch... Au! Aus Stein oder Lehm, oder? Vielleicht findet der Art ja nicht so cool. Okay, das geht tatsächlich richtig hart auf... Ausdauer. Aua. Bin ausgewichen, by the way. Au! Meine Güte, Golem, ey. Okay, da ist, glaube ich, einfach in die, da ist, glaube ich, einfach in die richtige Richtung ausweichen, interessant. Also zur Seite zum Beispiel. Wollte gerade sagen, machen wir es mal fertig hier. Easy. Monster Essenz, kleines irgendwas und Golemherz. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorhin. Oh, da hattest du ganz schön viel Angst. Gönn. Okay. Dann, komm mit. Wir gehen weiter. Sehr schön. Part ist zwar eigentlich schon zu Ende, aber ich möchte gerne noch ein bisschen weitergehen. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Wie meinst du das jetzt? Hör mal. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Nope. Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird, was sie sagt, wie sie aussieht? Nein. Alter. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich. Gib das! Kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Das wird. Will das haben! Nee. Geht er mir nicht. Okay. Da ist eine Taube. Beziehungsweise. Hier. Da. Okay. Würde ich sagen, gehen wir erstmal hier lang, ne? Wenn es hier falsch ist. Gönnt Ruhe. Oha. Was? Wieder dieses Gefühl. Und wie? Gargoyle. Hehe. Stirb. Okay, das ist vielleicht ein bisschen stark. So. Der ist vielleicht ein bisschen strong für mich, bin ich ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie man gegen Gargoyle kämpft.
Das wollte ich übrigens nicht. Ich wollte eigentlich Quen machen. Es bewirft mich mit Steinen. Au! Kann es damit aufhören? Okay, so stark ist das Mistvieh dann doch nicht. Hä? Schlitz es doch auf, Geralt. Meine Güte, ey. Schau, sie gehen auf. Ja, ich weiß. Danke. Übrigens, kleiner Spaßfakt. Ich wusste selbstverständlich, dass es der falsche Weg ist, aber ich wollte halt gucken, was hier ist, ne? Also nur weil das der falsche Weg ist, hält mich das ja nicht davon ab, hier lang zu gehen. Wo ist sie überhaupt hin? Gott. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Quest hier noch geht, ne? Wir sind bei 27 Minuten. Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Und warum? Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt. Speicher nochmal. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll, das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Ich würde aber sagen, wie wir die wilde Jagd schnappen, das sehen wir im nächsten Part. Bis dahin. Ne, Moment. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Haut rein und tschüss.